Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur Gewinnerbekanntgabe des letzten CSGO Skin Giveaways hier auf YouTube. Wir fangen ganz unten an, also auf Platz 10 und arbeiten uns hoch auf Platz 1. Die Gewinner lauten wie folgt. Auf Platz Nummer 10, die Stat-Track Negev Dazzle hat gewonnen bei Tim. Bei Tim, viel Spaß mit der bedazzelten Waffe. Ich sag gleich noch, wie ihr mich dann zu kontaktieren habt, damit wir dann einfach alles abhandeln können. Aber ja, wie gesagt, diese erste Waffe ging an bei Tim. Die P250 Whiteout ist der nächste Skin auf dem Platz Nummer 9. Sie ist zwar schon so ein bisschen abgefetzt, aber hey, die ist weiß und mit roten Stickern drauf. Fnatic, das sind doch Fnatic Sticker, oder? Und das ist bestimmt Pferdchen. Dieser Skin wurde gewonnen von Samit Tetik. Samit Tetik. Viel Spaß mit deiner Whiteout. Ich habe jetzt ja übrigens den Authentifikator, ne? Also jetzt müsste es auch viel, viel schneller gehen. Bei den letzten 10 Giveaways, die ich gemacht habe, musste jeder Gewinner immer 15 Tage warten, bis der Kram ankam. Aber jetzt sollte es ja sofort gehen. Außer ihr habt irgendwelche Sperren. Ich hoffe, ihr habt nicht irgendwelche Sperren. Ich habe noch Waffen von Leuten, die vor Wochen gewonnen haben, weil sie mir andauernd schreiben, es geht noch nicht, es geht noch nicht. Und immer wenn ich traden will, kommt ein Error. Wir gehen davon aus, dass die Gewinner sich, so wie ich es später noch beschreiben werde, bei mir melden. Nach dieser Meldung hätte ich gerne, dass ich die Waffe in spätestens einem Monat an euch verschickt habe. Also länger wie 31 Tage will ich den Kram dann nicht behalten. Streamer jeden Dienstag und Donnerstag und da haue ich auch Skins raus und dann mache ich neue Giveaways auch auf YouTube und dann muss ich immer überlegen, welche Waffe kann ich jetzt überhaupt noch weggeben? Habe ich die nicht schon verschenkt oder hin und her? Also bitte guckt dann auch bitte, dass ich euch den Kram so schnell wie möglich halt zukommen lassen kann. Die Tech9 Re-Entry auf dem Platz 8 wurde gewonnen von Monsieur Nick Sander. Nick Sander. Viel Spaß mit einer ultra krassen Tech9 Re-Entry. Ich habe jetzt gerade die Shader nicht ange... Ach komm, ich mach's halt an. So, jetzt sogar mit Shader. Herrlich, oder? Nick. Ha? Da hast du was Schönes gewonnen. Brennendes Ding. Obacht heiß, gell? Die Glock 18 Bunsenburner ist der nächste Skin. Oder die nächste Waffe. Man sagt ja doch eher Skin. Dieser Skin wurde gewonnen von Liam Gregory. Liam, du weißt schon. Gregorari. Liam Gregory. Das war, glaube ich, richtig gerade eben, wie ich es gesagt habe. Liam! Wir sind bereits auf Platz 6 angelangt. Die CZ75 Auto Pole Position in Minimal Wear. Monsieur Hirnplacebo hat diesen Skin gewonnen. Hirnplacebo! Fahr mal noch ein bisschen Bagger! Auf Platz Nummer 5 haben wir die Stat-Track USPS Torque. Wir sind schon bei der Hälfte angelangt. Dieser Skin wurde gewonnen von Ego Leipzig. Ego! Oder Leipzig! Oder beide! Have fun with the gun! Da will ich ja noch direkt sagen, alle, die jetzt nichts gewinnen oder nichts gewonnen haben, seid nicht traurig. Ich stream, wie gesagt, zweimal die Woche. Da gibt es immer Skins. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Spätestens in 14 Tagen, aber eher nächste Woche, kommt schon das nächste Skin-Giveaway hier auf YouTube. Ich muss jetzt tatsächlich echt ausmisten. Ich bin gezwungen auszumisten. Ich habe nämlich über 1000 Items in meinem CSGO-Inventar. Man kann mir nichts mehr schicken. Ich musste jetzt vorhin im Livestream schon ordentlich uptraden und ausmisten und Scheiß wegschmeißen, weil mein Inventar voll ist. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viele blaue Skins. Also ich werde wohl demnächst auch ein Giveaway machen mit 20 Skins. Und da sind halt dann 10 blaue Skins dabei, aber halt schicke blaue Skins. Was soll's? Und einem geschenkten Gaul schaut man ins Maul, dass ich die mal loswerde, die Dinger. Menschenskinder. Also damit will ich nur sagen, es gibt noch genug Chancen für euch. Keine Sorge. Die P90 Chopper, das brennende Gerät, das heiße Eisen, wird gewonnen. Blutiger Lord. Der blutige Lord. Viel Spaß mit der P90 Chopper. Chop 'em down. Wir kommen nun auf Platz 3. Hier haben wir die AWP Elite Build. Ihr wisst schon, M für Maximilian und sowas. Extrem geiler Skin. Er wurde gewonnen von Dinkel Dirk CSGO and more. Dinkel Dirk. Dinkel Dirk. Dinkelberg. Viel Spaß mit dem Skin. Und jetzt hört genau zu. Ich sage euch jetzt, wie ihr ganz einfach an eure Skins herankommt. Die Gewinner hören ihren Namen ja hier. Ich spreche ihn ja aus. Und dann schreibt ihr einfach, oh, ich habe gewonnen. Der Wortlaut muss nicht so sein. Also einfach, hey, ich habe gewonnen oder ich habe gehört, ich habe gewonnen oder irgendwie so. Um mir zu zeigen, dass ihr gehört habt, dass ihr gewonnen habt. Dann überprüfe ich das natürlich kurz und in meinem Antwortkommentar darauf werde ich euch dann um euren Steam-Link bitten. Euren Steam-Link. Nicht den Trade-Link, den Steam-Link. Der Link, der zu eurem Profil führt. Nicht euren Trade-Link, nein. Und dann schicke ich euch das Teil einfach. Zack, bumm, Kartoffelsalat. Nun kommen wir zu M4A1S Guardian. Die ist Factory New. Ein ultra krasses Teil für den CT-Spieler schlechthin. Diese Waffe wurde gewonnen von Bitman in the Hood. Monsieur Bitman, dein neuer Skin, du Gauner. Die sieht schon echt irgendwie nice aus, obwohl sie so schlicht ist. Das hier macht's echt aus. Ich finde, das hier unten macht's aus. Es geht nun um die Royal Paladin. M4A4 Royal Paladin. Die richtig royale Waffe. Platz Nummer 1. Dieser Skin wurde gewonnen von Johnny G. Johnny G. Johnny G. Punkt. Viel Spaß mit euren Skins. Wie gesagt, schreibt einfach hier unter das Video, ich habe gewonnen. Und dann kommen wir ins Gespräch. Und in diesem Gespräch bitte ich euch dann um euren Steam-Profil-Link. Vielen Dank, dass wieder so viele hier an der ganzen Show teilgenommen haben. Und es freut mich extrem, dass wir einige neue Zuschauer, vor allem einige neue aktive Zuschauer, gewinnen konnten. Hier noch eine wichtige Information für die Zukunft. Das hier ist das letzte Mal, dass die Gewinner in einem speziell dafür vorgesehenen Video herausposaunt werden. Aus diversen Gründen, unter anderem auch der Watchtime und so weiter. Aber auch um
den Community-Aspekt noch weiter zu unterstreichen, wird es die nächsten Gewinnerauszählungen, ich sage es aber extra nochmal im dazugehörigen Giveaway, in normalen Videos von mir geben. Es wird also keine Videos mehr geben, wo dann steht Gewinnerauszählung, bla bla bla, sondern es ist meinetwegen Counter-Strike Folge 100 oder irgendwas und da werden dann die Gewinner bekannt gegeben. So ist es für mich ein bisschen einfacher, weil ich kein extra Video machen muss und vor allem das Video nicht strecken muss und es kommt der Community nur zugute, weil man ja mehr oder weniger gezwungen ist, sich die Videos anzuschauen. Natürlich werde ich schon sagen, in 7 Tagen werde ich die Gewinner auslosen und dann folgt in einem der Videos die Auslösung. Also das sage ich schon dazu, klar, dass ihr ungefähr wisst, wann es ungefähr kommt. Also ihr müsst jetzt nicht raten oder ich mache es auch nicht irgendwie 3 Jahre später. Schon so in einem zeitlichen Rahmen. Aber es wird dann so 2, 3 Videos geben, wo man, also man sollte sich halt einfach jedes Video anschauen. Natürlich ist mir wichtig, dass jedes Video geschaut wird, wobei es mir nicht um Klicks, Ruhm, Reichtum, irgendeinen Scheiß geht, sondern ich bin der Videoersteller. Ich erstelle alles Mögliche. Gaming, Musik, Comedy, Real-Life-Kram, rumlaufen, pipapo. Es ist ja auch eine Kunstform auf jeden Fall, Videos zu erstellen und hin und her. Und man sieht sich auf jeden, na nicht jeder, aber also ich sehe mich als Künstler auf jeden Fall. Und ich möchte, dass mein Kram gesehen wird, natürlich. Ist logisch. Einfach nur aus dem Grund, weil ich es möchte, dass es gesehen wird. Wie gesagt, Ruhm, Reichtum, Frauen ist bei der Sache wirklich noch nicht mal achtrangig. Sondern ich will als Charakter, der Dummbabbler und auch als meine anderen Charaktere halt gerne gesehen werden. Und mir ist es wichtig, dass die Leute die Videos schauen, weil dieser Dummbabbler hier dabei ist in diesen Videos. Irrelevant, was gemacht wird. Egal welches Spiel, egal ob ich hier rumlaufe und gar nichts spiele, egal ob ich schwimmen gehe oder so ein Scheiß. Wisst ihr, wie ich meine? Der harte Kern meiner wirklichen Fans. Und ihr wisst, dass ich Fans nicht so gerne sage, weil es sich irgendwie überheblich anhört, finde ich. Dennoch will ich es so sagen, vor allem, weil ihr euch auch selbst als diese bezeichnet. Meine Fans, ja, der harte Kern, der schaut jedes Video, weil ich da dabei bin. Das ist das, was mich so extrem freut. Das macht mich glücklich an YouTube. Wenn der Kram geschaut wird, weil ich Teil davon bin. Nicht, weil es jetzt ein spezielles Spiel ist. Es gibt noch diese Semi-Fans, die sehr gerne ihr Lieblingsspiel in Verbindung mit mir schauen, was mir auch gut gefällt. Was ich auch überhaupt gar nicht schlimm finde. Ich kann's schon verstehen, wenn jemand sagt, ich gucke gern Spiel XY bei dir oder ich gucke gern deine Musikvideos, aber den Gaming-Kram nicht oder hin und her. Ich denke eh, dass jetzt 80% der Leute, die dieses Video angefangen haben zu schauen, um zu gucken, ob sie gewonnen haben, eh nicht bis hierher geguckt haben. Aber wisst ihr was? Ich werde dann die ersten 5 Leute, die mir schreiben, ich bin jetzt noch hier, werde ich jeweils einen Blueskin verschenken. Einfach irgendeinen Blueskin. Irgendwas, also erwartet da bitte nichts Großes. Aber einfach nur, dass ihr Bescheid wisst, verstehst du? Nichts Weltbewegendes, wie gesagt. Aber einfach ein Blueskin für die ersten 5, die den Satz schreiben, den ich gerade gesagt habe und wieder vergessen habe. Vielen Dank für alles. Wenn ihr genauso cool seid wie ich und nie in Panik verfallt, gebt einen Daumen nach oben. Falls doch, dann habt ihr halt Panik und so. Keine Ahnung. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow.